Jetzt haben wir das Zeug, das ist nämlich nicht mehr aneinander geklebt. Und das packen wir jetzt hier in die Meal Prep Boxen und wir bereiten jetzt das Hähnchen vor. Und jetzt kochen wir. Bon Appetit! So, here we go again. Hoffentlich hört ihr mich, ist ein bisschen windig. Da haben wir unsere Fahrräder geparkt. Die Kleine ist auch schon bereit. Die steht hier. Let's go to the beach. Beach, let's get it away. Oder wie irgendwie so war das. Wir gehen jetzt an den Strand, arbeiten ein bisschen, machen noch ein paar Formchecks, ein bisschen Contentplanung und dann werden wir in die Massage gehen heute. Das zeigen wir euch auch mal. Da gibt es Promissiones, also ein Angebot, was es schon seit 3 Monaten gibt, lustigerweise. 2 für 1. Das heißt, du zahlst $50 für eine Stunde und du hast eine Pärchenmassage. Und das machen wir. Die Thailänderin oder was, ich weiß nicht genau, was es ist, aber die sind sehr kräftig. Also nicht in Form von speckig, sondern die haben wirklich Kraft in den Fingern. Und das ist ziemlich cool. Die lassen dich dann einmal eine Stunde lang komplett durch. Ansonsten haben wir die Massagegun, Schröpfgläser. Die Kleine massiert mich auch häufig. Das ist ziemlicher Luxus. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Arbeit am Strand und dann geht's zur Massage. Wisst ihr, was total erschreckend ist? Der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Wir haben hier traumhafte Strände, ja? Also es ist wirklich wunderschön hier. Und wir haben uns in diesen 3 Monaten so relativ schnell daran gewöhnt, dass wir hier kaum sind, sondern eigentlich von zu Hause arbeiten, ins Gym, nach Hause arbeiten, ins Gym. Der Weg hierher, das sind so 25 Minuten mit dem Rad. Da denke ich mir so, die Zeit könntest du besser nutzen, aber hier ist wunderschön. Wir bestellen uns jetzt mal eine Coke und dann wird ein bisschen gearbeitet und dann chillen wir hier. Ist wirklich schön. Also ich schäme mich ein bisschen, das sagen zu müssen, aber meine Kleine und ich, wir haben uns hier definitiv schon dran gewöhnt. Und es wird irgendwie langweilig. Klar, wenn wir jetzt aus dem Regenwetter in Deutschland kommen würden, wäre das wieder voll geil. Aber jetzt, wir haben das jetzt schon seit 3-4 Monaten, ist irgendwie immer gleich. Aber man muss es natürlich auch zu schätzen wissen und das machen wir jetzt gerade und das ist wichtig. Living with a bodybuilder oder Fitness-Influencer, be like. Kaum die Subs am Start, schon ist er wieder am Filmen hier. Hola. Sag mal, Schatz, welche Massage ist eigentlich besser, hier oder meine? Vom Schmerz her, oder? Choose wisely. Naja, also deine ist auf jeden Fall geiler, weil da kann ich richtig entspannen. Also die Dame heute, die hatte schon richtig Wumms. Also die ersten 20 Minuten wirst du richtig hier durchgewickelt und danach geht sie an die Füße. So, das tut bei mir auch noch immer weh, weil ich habe so einen Krüppelfuß. Und ab dann geht's eigentlich. Mein verletzter Hamstring hat ein bisschen weh getan, aber sonst ist super entspannt. Und die hat heute 5 Minuten Gesicht gemacht. Das feiere ich. Aber muss euch mal was zeigen. Achtung. Ich fühle mich shredded und ich muss ganz dringend Pipi und jetzt gehen wir nach Hause, richtig? Wir fahren im Fahrrad. Yes. 25 Minuten bergauf, yay. So, wir sind jetzt nochmal geschwind einkaufen. Wir brauchen noch so ein bisschen extra Zeug, Stevia und so Gemüse, wir kochen ja noch. Schaut mal, was ich entdeckt habe. Wir gehen jetzt was Kleines für Shanis Quark aussuchen. Die isst nämlich abends immer ihren Joghurt. Und da suchen wir uns was richtig Leckeres für sie aus. Boah, Alter, kommt mal mit. Ich habe hier was... Ey, also das ist in Mexiko richtig kriminell. Diese ganzen Torten. Und Achtung, diese Cupcakes. Das ist schon ziemlich gemein. Aber das hat sie für mich in der Diät auch gemacht. Sie hat gelitten und hat mir meinen geilen Quark abends gemacht. Und dasselbe kriegt die Madame natürlich auch. Werden Sie fündig, Madame? Was gibt's hier? Joghurt. Doble Zero? Si. Pseudo-Quark. Pseudo-Quark. Alright, here we go. Oreos, Reese's, der ganze geile Scheiß. Was kriegt denn die Madame? Die Madame mag Kekse. Bitte schreibt mir in die Kommentare,
was ihr am meisten feiert. Okay, mittlerweile gibt es ja auch Oreos Gluten-Free, aber ich glaube, ich habe was gefunden. Und zwar, dass sie Abwechslung hat, gibt es hier das hier. Das sind so typische mexikanische Schokoriegel und da kannst du sich jeden Abend einen anderen drauf machen. Ich glaube, das ist cool, das nehmen wir mit. Das hier ist eher mein Gebiet. Das hier ist übrigens eine Chili. Jeder, der denkt, das ist Paprika, nein. Da gibt es scharfe Überraschungen. Brokkoli ist übrigens auch im Angebot. Sehr gut, nehmen wir doch gleich mal hier so ein bisschen Chili mit. Und was nehmen wir noch mit? Gemüsemix, sowas. So sieht das Ganze dann hier in der Masterküche aus. Da wird Hähnchen geschnitten. Da gibt es noch mehr Hähnchen. Und hier wird es produziert. Das ist übrigens auch cool. Das ist Kokosnussöl zum Sprayen. Da gibt es dann hier eine Pfanne mit Chicken, hier eine Pfanne mit Chicken und hier. Und hier ist das Unverarbeitete und das machen wir jetzt platt. Packen das in diese Boxen hier und dann sind wir ready to rock für die nächsten 1 bis 2 Wochen. Ja. Ah Mann, da könnte ich ja schon wieder brechen, ey. Ich habe jetzt einen Athleten, der hat die Registrierung verpasst, konnte der aber abends noch gehen und der hatte heute Morgen 92,5 und durfte 93 wiegen. Ich habe original geschrieben, please drink 250 ml water, 0.5 salt, 100 chicken and 100 cooked rice. Dann hat er das gemacht. Und ich habe gesagt, er kann nicht mehr essen, weil er sonst die Waage nicht schafft. Naja, wir werden in 4 Stunden wieder aufstehen, dann ist 2 Uhr nachts. Und dann geht's weiter. Dann ist Saskia dran und Elsa. Die schickt mir noch ein Check-in. Peter schickt ein Check-in, der startet in Polen. Und zwar morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag. Buh, das was da so hässlich ist, ist meine neue Verkleidung für Halloween. Ich wollte nämlich als hässlich gehen. So, es ist jetzt 2 Uhr nachts. Schauen wir mal, was die Jungs und Mädels geschrieben haben. So, dann schauen wir uns mal Saskia an. Das sieht ganz ordentlich aus soweit. Muskeln schön voll. Gucken wir das Posing an. Das ist jetzt übrigens Check-in Nummer 2. Saskia hat vor 4 Stunden schon mal was geschickt. Da habe ich sie morgens um 5 Uhr nochmal, hat sie nochmal Rice Cream gegessen. Jetzt ist sie deutlich voller. Sehr gut. Ja, ich denke, dass das Wasser noch über den Tag ein bisschen rausgeht über die Nacht und dann ist sie ready to rock. So, dann schauen wir mal die Elsa. Elsa sieht soweit hoppla. Die Haut ist sehr, sehr dünn. Aber das ist typisch Elsa. Wir werden sie heute den ganzen Tag lang noch richtig voll machen. Wasser werden wir gar nichts tun, aber sie ist unheimlich diszipliniert, die ist echt gut, ich bin gespannt, wie sie abschneidet. Wenn sie Shape sehen wollen heute, dann wird das sehr, sehr gut. Bikini ist immer ein bisschen schwierig zu planen, weil man nie weiß, ob die Jury die Kandidatinnen richtig hart haben will oder ein bisschen voller, manchmal ist so, schwierig zu planen. Yo. Daniel hat seinen Burger gekriegt. Sehr gut. Das passt auch. Okay, dann war es das mit dem ersten Check-in. Der nächste ist um 4 in 2 Stunden. Und dann geht es morgen weiter. Check-in von Peter habe ich leider nicht bekommen. Den werde ich jetzt noch nerven. Ich hoffe, dass er mir was schickt. Er ist auch ein bisschen verdusselt, also er vergisst es gerne mal. Anyway, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde mich jetzt wieder ins Bett legen gleich und dann in die nächste Runde Check-ins. Ich habe übrigens schon wieder meinen Zahn verloren, wie ihr gesehen habt. Okay, nee, ist mir jetzt zu blöd.
Also danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal.